Hi Leute und willkommen zu meiner 13. Woche in Korea. Diese Woche hatten wir wieder Präsenzunterricht und ich war froh, nochmal unsere Freunde in der Stunde zu sehen. Meistens gehen wir nämlich nach der Uni zusammen essen und diesmal waren wir eine echt große Gruppe. Es gab Tteokbokki, also Reiskuchen und Chicken und ich sag euch, das werde ich zu Hause so vermissen. Genauso wie unser Local Dessert Café. Hier trifft man meistens den halben Campus und das ist für jeden der Treffpunkt. Die Tage verliefen sonst relativ entspannt, trotz meiner 2 Präsentationen und 3 Klausuren. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, also lasse ich mich von den Abschlussprüfungen nicht stressen. Wie ihr seht, hatte ich bei meiner Präsentation keinen Grund zur Sorge. Irgendwie war nur der Prof da, aber hey, ich will mich gar nicht beklagen. Am nächsten Tag hatten wir auch schon unsere Abschlussfeier, kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Ich finde es sehr schön, dass die Uni Studenten hat, die solche Veranstaltungen organisieren. Richtig süß. All die Erinnerungen von den Ausflügen wurden hier gezeigt und wir haben uns nochmal ausgetauscht. Jeder hat jedem einen kleinen Brief geschrieben und es gab sogar ein Fotoalbum. Auf das Wochenende habe ich wahrscheinlich die letzten 3 Jahre gewartet. Unser Traum war es schon immer, auf Jeju zu fliegen und nun wurde es wahr. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass sich dieses ganze Semester surreal anfühlt, aber Jeju war wirklich Himmel auf Erden und es war Happiness Overload, den Strand in echt zu sehen und zu spüren. Ich kann gar nicht richtig beschreiben, was ich da gesehen habe, die Landschaften, die Menschen, das Essen. Es hat sich wirklich angefühlt wie ein Traum. Und noch dazu, das mit Selina und Nadine erleben zu können, ist auf jeden Fall ein Segen. Am nächsten Tag waren wir noch ein bisschen shoppen. Sagte ich schon, dass BTS wirklich überall hängt? Wir waren dann noch im Bunker de Lumière, einem wunderschönen Lichtmuseum, und haben uns die Kunstwerke von Monet, Renoir und Chagall angeguckt. Ich kann es immer wieder sagen, wie dankbar ich für die Zeit bin und auch, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet. Wie immer, bleibt gesund und bis dann. Ciao!